Musik. Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Sänger. Guten Abend! Grüezi wohl! Batz Musik, guten Abend miteinander. Schön schauen Sie zu. Batz Musik, heute Abend mit einer Premiere. Ich habe nämlich sehr schmal einen Gast eingeladen von Enet der Grenze. Traudi Sieferlinger, sie moderiert die Sendung Wirtshausmusikanten im bayerischen Fernsehen. Sie tut dort aber nicht nur moderieren, sondern sie macht auch super Musik. Und genau da hören wir zum Anfang nämlich mit ihrer Formation Pitu Patti. Verstehen Sie das überhaupt? Ja, sehr gut. Ich freue mich, sind Sie da, haben Sie den Weg in die Schweiz geschafft und ich freue mich auch auf meinen heutigen Gast, auf Traudi Sieferlinger. Danke, wir freuen uns auch, und dass wir da sein dürfen. Merci. Traudi Sieferlinger lebt für die bayerische Volksmusik. Schon früher hat sie als Jodlerin mit ihren Geschwistern Musik gemacht und viel Auftritt im Fernsehen gehabt. Heute begeistert sie ein riesiges Publikum in der Sendung «Wirtshausmusikanten» mit ihren Moderationen und mit ihrem Instrument. Die Geige ist für mich ganz ein wichtiges Instrument, weil ich mich da mit meiner Seele quasi ausdrücken kann. Alles, was bei mir innen drin passiert, kann ich nach außen transportieren. Und es ist ein Gefühl von Dankbarkeit, dass man ein Instrument spielen darf und dass man es auch kann. Ich freue mich, dass du da bist. Nicolas, Ivia. Du hast einen Preis bekommen. Du bist ausgezeichnet worden für die Förderung und Erhaltung der bayerischen Sprache, vom bayerischen Dialekt. Ich glaube, in dem Fall probieren wir es heute auf Schweizerdeutsch. Sowieso. Du verstehst mich auch, oder? Ich verstehe dich, selbst ist kein Gut. Problem. An dem scheitert es nicht. Gut. Seit 1995 arbeitest du beim Radio und beim Fernsehen. Du hast die Fernsehsendung «Wirtshaus – Musikanten im bayerischen Fernsehen». Für die Leute, die diese Sendung nicht kennen,
Kannst du uns mal schnell beschreiben, wie man sich die Sendung vorstellen muss? Danke. Also die Wirtshausmusikanten ist für Jung und Alt. Es ist vor allem traditionelle Volksmusik, das ist die Wurzel. Und dann gibt es noch Tradimix, das ist Tradition vermischt mit anderen Stilrichtungen und neue Volksmusik. Also es ist quasi für alle was dabei, aus den unterschiedlichsten Regionen und aus Bayern, aus Österreich und der Schweiz kommen die Musikgruppen. Das heisst, ihr habt regelmäßig auch Schweizer bei euch? Genau. Huesler war bei uns, Quantensprung, Haller Heller habe ich schon da gehabt. Also lauter gute Gruppen. Sehr gut. Und damit wir nicht nur davon schwätzen, sondern uns auch bildlich vorstellen, hier einen kleinen Ausschnitt aus den Wirtshausmusikanten. Ich brauche aber zuerst eine gescheite Musik dazu. Peter, ich darf dich jetzt einspannen. Dann Thomas mit dem Bass. Fritz mit dem Bitte, ohne die geht ja sowieso gar nichts. Und jetzt passt auf, bevor wir was machen, brauche ich euch natürlich auch. Ihr wart jetzt der Bass. Ja? Ihr müsst jetzt singen. Ba, ba, ram, bam, 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 ba, ba. Ihr seid gut, sehr gut. Da brauchen wir gar nicht mehr proben. Also pass auf, jetzt ihr wart der Nachschlag. Ja? Also der Offbeat sozusagen. Das heißt, ihr müsst mal, jetzt müsst ihr wirklich gut aufpassen, damit ihr euch den Text merken könnt. Achtung! Uncha, 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 uncha. Geht das? Probieren wir es einmal und. Super, ganz gut. Jetzt seid ihr da. Euer Text geht so. Ratschen dir die Leid und das ist gescheit. 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 Ratschen dir die Leid. Super, genau. Gut, wir fangen mit dem Bass an. Da war. Jetzt also aus bei den Wirtshausmusikanten und Traudi Sifferlinger. Ich muss sagen, du hast dein Publikum also recht im Griff, so wenn ihr da miteinander Musik macht. Das macht Spaß. Das finde ich toll, wenn das ganze Wirtshaus miteinander singt und alle spielen und wenn da Leben drin ist. Das finde ich ganz gut. Jetzt probieren wir Schweizer da in der Altrütti zu Gossau auch einmal. Damen und Herren im Studio, zeigen wir doch unserem bayerischen Gast mal, wie es bei uns tönt. Also, das wäre unser Publikum. Gut. Danke vielmals. Super. Jetzt, in dieser Sendung tust du nicht nur moderieren und spielen, sondern du bist auch für die gesamte musikalische Leitung verantwortlich und tust Formationen, auch alle, die ihr in der Sendung könnt, auswählen. Also, ich suche die Gruppen. Ich bin ja seit 40 Jahren beschäftige mich mit der Volksmusik, ob traditionell oder international. Und das macht dann riesen Spaß, die guten Gruppen zu holen. Und zum Beispiel heute habe ich eine dabei, Maschanska ist Sandis. Und das beschreibt die
ganz besondere Sorten von den Äpfeln. Da kann man einen guten Schnaps draus machen. Und so besonders wie der Schnaps ist, so besonders ist auch die Gruppen. Also sie spielen ganz rassige, gute Tanzelmusik. Und das Ganze formiert sich um den Karl Edelmann rum. Und der Karl ist einer, der in Bayern die Volksmusik geprägt hat. Also er hat, ich glaube, hunderte von Volksmusikstückeln geschrieben für Saiteninstrumente, für Blasmusik, für Klarinettenmusik. Und ich freue mich, dass wir heute bei euch in der Schweiz sein dürfen. Traudi hat es nämlich extra mitgebracht, die Maschanzka. Und ich persönlich freue mich natürlich darauf, hat ein Hackbrett dabei. Und mich nimmt es Wunder, wie denn da auf Bayerisch stehen. Da sind sie, die Maschanzka. Maschanzka, gewünscht von meinem heutigen Gast, der Traudi Süferlinger. Für einmal bayerische Klänge hier bei uns in Paz Musik. Traudi, du bist ja selber aktive Musikerin und ich glaube, dir ist die Musik in die Wiege gelegt worden. Ja, also wir machen von klar auf Volksmusik und unsere Eltern haben das sehr gefördert. Wir sind 5 Kinder und da hat jeder Instrument lernen dürfen und wir haben vor allem viel gesungen im Dreigesang. Und ihr seid als Kind auch schon sehr viel unterwegs und präsent gewesen. Sowieso, also wir haben jeden Tag eine Stunde gesungen
und waren am Wochenende unterwegs, wenn meine Freundinnen in der Disco waren, sind wir auf Sänger-Musikanten-Treffen gewesen. Auftritt gehabt, auch schon Fernsehauftritt gehabt. Ja. Mit den Geschwistern zusammen, da ist jetzt gerade der Bruder da in der Mitte. Ja, ja, genau, genau. Und das ist meine Schwester, die Maria. Singen tust du heute immer noch oder jetzt vor allem an der Geige unterwegs? Mit der Geige singen tue ich noch, je nachdem, wie es kommt. Wieso hast du nachher als Instrument Geige ausgewählt? Die hat es bei uns daheim auf dem Dachboden gehabt. Ich wollte Akkordeon lernen, aber da hat es geheißen, wir haben eine Geige, du lernst Geige. Du musst Geige spielen. Hackbrett wäre doch schön gewesen. Meige. Dann könnten wir jetzt wieder einen anspielen. Da gibt es ja bei euch in Bayern. Ein Hackbrett-Duo machen. Ein Hackbrett-Duo, hey, Moderatoren-Duo. Du gibst ja, genau. Aber mittlerweile ja Musik, wo du geübt hast, auch weiter. Du gibst Unterricht und hast ja. Da fleissige Geigenschüler, die zu dir kommen. Ja, das finde ich ganz wichtig und das macht mir unheimlich Spaß, dass man die Musik weitergeben kann und die Kinder fördern kann. Und das ist ein schönes Zusammenspielen mit den Kindern und das ist eine wertvolle Arbeit. Und gibst du ihnen nur Volksmusik mit auf den Weg oder auch Klassik, alles. Rock'n'Roll? Oder? Nein, nein, also Rock'n'Roll nicht, aber vor allem klassische Ausbildung und wir spielen Volksmusik und internationale Volksmusik.